Der Nobelpreis für Physik geht dieses Jahr an die Entdecker eines unfassbaren Nichts. Die Leute sind theoretische Physiker, die Könige der Naturwissenschaft, weil die so irre ist. Sie gehen von alltäglichen Formeln aus, wie zum Beispiel Geschwindigkeit ist Strecke durch Zeit. Klar, steht auf jedem Tacho. Oder ein Objekt, das Lichtblitze aus seinem Inneren aussendet, muss hinterher weniger Energie enthalten als vorher. Und von solchen Beobachtungen wird dann stur nach mathematischen Gesetzen gerechnet, gekürzt und abgeleitet. Und am Ende kommt aus der ganzen Komplikation gelegentlich was ganz Einfaches raus. Dem da ist sowas zum Beispiel passiert. Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat. Das ist ein unglaubliches Ergebnis. Das würde ja heißen, dass man aus Energie Masse machen kann und umgekehrt. Ja, wie soll das denn gehen? Experimentelle Physiker haben gezeigt, es geht mit Atomkraftwerk und Atombombe. Ganz anders, aber im Prinzip genauso, haben zwei Physiker ausgerechnet, dass es in der unfassbaren Welt der kleinsten Teilchen etwas geben muss. Ein Teilchen, das andere Bausteine der Natur zusammenführt und damit alles zusammenhält. Einer der beiden Theoretiker hieß Mr. Higgs und der brauchte für seine Theorie nur Grips und Papier. Aber dann musste die größte Maschine gebaut werden, die Menschen je gebaut haben. Einige Jahrzehnte und Milliarden Euro später haben dann andere Physiker das Teilchen, das Mr. Higgs sich ausgerechnet hatte, gefunden. Und dafür bekamen Mr. Higgs und sein Kollege heute den Nobelpreis. Peter Higgs, epochaler Geistesblitz, liegt schon fast 50 Jahre zurück. 1964 hatte der Brite sich jenes Teilchenfeld ausgedacht, das das ganze Universum durchdringt und den anderen Teilchen eine Masse verleiht. Ein unsichtbares Etwas, das erklärt, warum es uns gibt und alles andere auch. Man nannte es fortan das Higgs-Boson. Dass hier das ganze Universum, unsere Welt, alles durchdrungen ist von diesem Higgs-Feld, eigentlich eine abstruse, eine abgedrehte Idee. Und wir haben festgestellt, dass sie stimmt. Allerdings war das Higgs-Feld erst einmal reine Theorie. Es fehlte der Beweis. Gibt es diese Teilchen überhaupt oder ist es nur ein Hirngespinst? Die Suche nach dem Higgs-Boson bescherte den Experimentalphysikern milliardenteure Forschungsanlagen, wie den Teilchenbeschleuniger CERN bei Genf. Und vielleicht noch wichtiger, öffentliche Aufmerksamkeit wie nie zuvor. Das lag auch daran, dass jemand den Einfall hatte, das Higgs-Boson Gottesteilchen zu taufen. Nun interessierten sich nicht nur Physiker, sondern auch die Medien für das seltsame Etwas. Und für das, was tief unter der Erde geschieht, wenn Partikelstrahlen aufeinanderprallen. Die Experimente weckten Begeisterung in der Fachwelt und Existenzängste beim breiten Publikum. Würden die Physiker versehentlich ein schwarzes Loch erzeugen, das den ganzen Globus verschluckt? Letztes Jahr wurde es ernst. Bei 125,3 Gigaelektronenvolt fanden die Physiker ein Signal, hinter dem sich mit hoher Wahrscheinlichkeit das gesuchte Teilchen verbirgt und die Erde blieb heil. Peter Higgs selbst war an der Suche nicht beteiligt. Als Ruheständler schaute er zu, wie andere aus seiner Idee das heißeste Forschungsthema der vergangenen 50 Jahre machten. Für ihn hieß es, ohne Beweis kein Preis. Deshalb musste Higgs auf die Nobelwürde warten, bis eine junge Generation seine Theorie experimentell bestätigt hatte. Ist die Wissenschaft jetzt am Ende? Mitnichten. Denn mit jeder Frage, die in der Forschung beantwortet wird, tun sich neue auf. Wir wissen, dass nur 5% aller Materie so sind, wie wir sie verstehen, die sichtbare Materie. Wir wissen, es gibt dunkle Materie. Und wir haben ehrlich gesagt keine Ahnung, was das ist. Und es gibt die Frage der dunklen Energie, die noch mysteriöser ist. Die Physik hat Peter Higgs viel zu verdanken, denn das Higgs-Boson hat die Grundlagenforschung populärer gemacht als jedes Partikelchen im großen Teilchenzoo. Wenn es einen Nobelpreis für die beste PR gäbe, den hätten Higgs und sein Teilchen genauso verdient.